R2D2. Er dreht durch. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars X-Wing Foundations. Ich werde als erstes zum nächsten Dock fliegen. Wo sind wir nochmal? Orientierungslos. Ach echt? Oh, hier sind wir noch. Okay, wir fliegen jetzt erstmal zum nächsten Dock. Weil ich will mir jetzt erstmal Luxussatelliten kaufen, damit ich die halt verteilen kann. Gerade jetzt am Anfang auf jeden Fall eine Arbeit, die sehr nützlich ist für die Zukunft dann. Das gehen wir jetzt an. Sprungboje, Dreieinigkeit, 3. Ja, in letzter Zeit war es wieder sehr ruhig um Star Wars. Keine Zeit gehabt, eine Echse neben mir am Sitzen. Aber jetzt endlich mal wieder geht's weiter. Ich finde das auch mit den Toren jetzt besser, so wie die das jetzt gemacht haben nach dem letzten Update. Dass die halt an der Seite noch hier diese Antennen haben, diese Gerätschaften. Dass man die Tore wenigstens mal noch findet. Was nur ein bisschen seltsam ist an Star Wars, das ist hier nur in der Star Wars Mod. Dass beim Sprung, wenn man so schnell ist, die Schiffe so klein werden. Also dass die Kamera sich so weit entfernt. System. Leuchtendes Versprechen. Na, oder man drückt zweimal noch mehr F2, dann kann man sich das Schiff vom Namen ansehen. Den Millennium Falcon. Ich finde schon, dass der sehr detailgetreu ist. Also da hat man sich auf jeden Fall schon sehr Mühe gegeben. Es gibt hier und da auch noch im Millennium Falcon selber noch ein paar Clipping-Fehler und so weiter. Aber so an sich ist auf jeden Fall schon ein schönes Ding. Hier müssen wir runter. Wenn mal geblendet. Ah, nicht verpasst. Sehr gut. Erreiche System. Profit Center Alpha. Corporate Sector Auto Reject. Hier können wir wenigstens landen. Warte, ich wollte gerade mal was nachschauen. Aha. Okay, fällt euch was auf? Es wurde eine deutsche Lokalisation hinzugefügt. Nur nicht für alles. Interessant. Corporate, also hier ist eine Sicherheitsdivision. Hier ist Deutsch, da ist es noch Englisch. Kopfgelderjägergilde, hier ist es Deutsch. Okay, ja, es wurde auf jeden Fall ein Teil übersetzt. Interessant. Habe ich nämlich gerade hier unten nämlich dran gewundert. Erbitte Erlaubnis zum Andock. Andockerlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Also aktuell brauche ich eigentlich nichts außer die... Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Die Satelliten. Ne, bei ihm war ich ja schon Maximum. Wie viele Marinesoldaten habe ich da eigentlich? Ach, okay, das ist nicht so viel. Kaufen und die können wir kaufen, glaube ich noch.
Ja, das ist halt, die sind halt echt gut. Also da können wir schon einiges verteilen. Okay. Warte mal kurz. So, dann schaue ich hier mal. Din, 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 din. Ja, ich hatte hier schon Satelliten verteilt, aber die will ich eigentlich wegmachen und verkaufen. Tada. Erweiterter Satellit. Erweiterter Satellit. Die aktivieren. Jetzt müssen wir nur mal einsammeln können. Jawohl. Da kann ich nämlich hier nämlich einen Luxussatelliten aufstellen. Und dann sieht man schon, hier alles abgedeckt. Dann würde ich sagen, hier oben noch einen hin. Warte mal, das ist die Mitte hier, hier, hier ungefähr. Unbekannte Zone. Ich habe immer manchmal das Gefühl, dass ich dann im Drachen sitze und immer forschen, abbremsen muss. Das muss ich ja gar nicht. Der bleibt ja ruckzuck stehen. Genau, hier abgedeckt. Den können wir dann wieder einsammeln. Erweiterter Satellit. Ach Mann, ich bin vorbeigezogen. Ich dachte, ich sammle den jetzt direkt auf. Könnte ich den nächsten rauslassen? Dann wahrscheinlich am besten. Hier so. Unbekannte Zone. Kontostand, okay.
Ja, passt auf jeden Fall. Ah ne, das wollte ich nicht. Erweiterter Satellit. So, den auch noch einsammeln. Den, ja, die sind einfach unnütz. Bringen mir halt dann jetzt auch nichts mehr. Und dann kann ich die außerdem auch verkaufen. Aber ich glaube auch, ich brauche hier vielleicht noch hier einen erweiterten Satellit. Dann bin ich aber wirklich dann eigentlich durch mit dem Sektor und dann müsste ich eigentlich alles drin haben. Und alles beobachten können, was hier so geht. Aber nur hier, wobei ich gar nicht weiß, ob wir da einen brauchen. Oder überhaupt irgendwas ist. Unbekannte Zone. Das sehen wir, wenn ich dann sammle ich ihn wieder ein. Ja, ich glaube, da ist nämlich nichts mehr. Keine Station mehr, kein Schiffsverkehr. Aber vielleicht schneiden hier manchmal Schiffe den Weg. Das heißt, ich lasse ihn trotzdem hier raus. Genau, ja, dass auf jeden Fall die komplette Strecke mit drin ist. Ja, wenn ich zum Beispiel später Plünderer suche und so weiter und so fort. Zenon. Genau, dann wäre natürlich wichtig, hier drüben natürlich auch noch abzudecken. Also eigentlich alles. Ja, also abgedeckt sollte werden schon. Also schon alles. Da würde ich dann direkt auch hier ein. Die Musik ist schön. Ja, ist heute ein bisschen Fleißarbeit. Muss auch mal sein, gehört auch dazu. Nicht nur jede Folge Action, das geht halt leider nicht bei X4. Muss ein bisschen auch was für die Wirtschaft machen. Weil davon von den Satelliten werde ich halt später sowieso einen Dauernutzen haben. Sei es, wenn ich Konstruktionsschiffe suche für einen Bauauftrag. Wenn ich, wie gesagt, Plünderer suche. Wenn ich Zenon Überfallgruppen suche, die ich ein bisschen jagen kann. Alles. Also das wird. Und die Händler und die Miner haben dadurch auch noch einen Vorteil. Weil die genau dann natürlich wissen bei den ganzen Stationen, was da los ist, was danach gefragt wird. Kaufen, verkaufen. Preise. Die ganze Information holen die sich dank den Satelliten von den Stationen. Leerer Raum. Okay, dann würde ich mal sagen, hier noch einen. Mal hier und dann zack, zack, zack. Also wenn wir da noch einen, dann haben wir da oben auf jeden Fall alles. Leerer Raum.
Kann ich noch was anderes nachschauen? Tada! Jawoll! Da gibt es jetzt gleich was Schönes zu schauen. Passt. Alles drin, so wie ich das haben möchte. Dann natürlich hier unten noch einer. Mit dem Falken ist schon schnell. Ich finde auch so schön, dass der so schnell springt, dass es nicht Ewigkeit braucht zum Aufladen. Sternzerstörer Venator. Ja, also die Sektoren werden jetzt, ich weiß nicht, ob ich, weil ich so nach rein geflogen bin durch die Satelliten oder so, das kann gut sein, werden die extrem vergrößert. Theoretisch ist ein Sektor unendlich lang, also könnt ihr mal fliegen, nur das Problem ist, da ist nichts mehr. Die Stationen halten sich meistens so in dem Bereich von den ganzen Toren hier auf, also innerhalb und so am Rand, aber nicht irgendwie hier. Also ihr braucht nicht denken, dass hier irgendwie unten in den ganzen Bereichen noch irgendwelche Stationen sind. Da ist gar nichts. Alles tot. Leerer Raum. Nur, dass ihr euch nicht fragt, da ist ja dann doch noch nicht alles abgedeckt mit Satelliten. Nee, nee, keine Sorge. Keine Sorge. Ich kann ja mal gucken gleich, ob Plünderer irgendwo schon gefunden werden durch die Satelliten, aber ich habe ja kaum Satelliten verteilt. Ich denke jetzt eher nicht. Man kann einfach mal gucken. Wobei ich jetzt auch so aus dem Stegreif gar nicht weiß, ob es hier in der Star Wars Overmod überhaupt so eine Art Plünderer überhaupt gibt. Weil hier gibt es ja die Fraktion. Jetzt zum Beispiel die Kopfgeldergilde oder so. Deswegen ist halt jetzt die Frage. Okay, alles abgedeckt. Können wir mal gucken. Na, zumindest ist auf jeden Fall nichts. Mal was anderes. Wir fliegen mal hier zum Dock. Das wollte ich nämlich auf jeden Fall noch mit in die Folge reinnehmen. Dann schaue ich mal, wie viel Geld haben wir denn wieder? Ja, fast 5 Millionen Credits. Ich muss auch sagen, hier die Miner, die arbeiten eigentlich ziemlich gut und die Händler. Also würde ich hier Sinza haben, habe ich aktuell noch nicht, und laufen lassen, würde ich hier mit der Zeit gut Geld machen. Genau, der TIE Fighter ist da, warum auch
weiß ich jetzt auch nicht, warum der da ist. Da muss ich gleich mal schauen, was das Problem ist, weil eigentlich wollte ich, dass der in meinem Zerstörer andockt. Erreiche System, Offiz Center Alpha. Offiz Center Alpha. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay, dann gehen wir mal raus. Hier runter. Zum Teleporter. Gehen wir jetzt zu Ida 2 Aktis. Die habe ich nämlich vor Aufnahmebeginn bauen lassen. Und hier ist sie fertig. Und hier haben wir auch R2D2. Ich grüße Sie. Ja, ich wollte eigentlich aufs Schiff. Kann ich helfen? Ich finde witzig, wenn ich jetzt da einsteige, wo verschwindet der eigentlich dann? Kann ich helfen? Ich lasse ihn mal ausbilden, weil vielleicht benutze ich später mal. Das wüsste ich jetzt nicht. Nee, warum bilde ich den eigentlich aus? Ich will später hier tatsächlich einen Menschen setzen. Am besten einen Yaki oder einen Terraner. Der wäre nicht schlecht. R2D2. Okay, dann hopp hopp. Mein Sitz. Ich denke mal, der verschwindet einfach hier unten, denke ich mal, oder? Ja, habe ich mir schon gedacht, das ist nämlich der Teleporter, also Transporterraum. Jawohl. Jetzt haben wir so einen schönen Jedi-Fighter. Ich will mir generell mal alle so kleinen Schiffe mal bauen und hier dann auf jeden Fall mit den Spielen kaufen, spielen, fliegen. Mandalorian Deathwatch. Der kleine Speeder, ja. Oh, der hat eine. Naja, die Bewaffnung ist nicht so doll. Der hat immer so kleine, kurze Schüsse. Weiß nicht, ob man mit denen überhaupt einen Krieg gewinnen könnte. Guck euch mal, wie das aussieht. R2D2. Er dreht durch. Das sieht doch schön aus, oder? Ich liebe einfach die Star Wars Schiffe. So viele einfach von Star Wars, von den Schiffen liebe ich einfach. Also gibt es wirklich wenige, wo ich hässlich finde. Okay. Genug geschaut. Das Problem ist, ich kann den erstmal jetzt nicht nutzen. Ich würde den aber bei meinem Zerstörer parken. Weil hier sind auch keine von den Satelliten dabei, die ich ja natürlich brauche. Da wollte ich nämlich noch weitermachen. Okay, der beschleunigt schnell. Deswegen muss ich halt wieder in den Millennium Falcon. Undock-Erlaubnis erteilt. So. Er setzt jetzt wieder hin, dann... Wo ist er? Da.
Genau, der fliegt jetzt hier runter, darunter, darunter. Dann über die Routen hierhin und zu dem. Ja, so soll es auch sein. Oder doch nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Der Teil hat genau das gleiche Problem, aber woran liegt das? Woran liegt das? Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht muss ich den erstmal hinfliegen lassen. Ich kann die aber auch erstmal hier parken. Eine aktuelle Information des Genau. Logistikbüros. Aufgrund Das hat jetzt umfangreicher funktioniert. Wartungsarbeiten im Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Und der Teil auch. Gehe ich wieder zum Millennium Falcon? Ich kann auch Shift und D drücken, damit ich direkt drinne. Hier in dem Raum. Jetzt mal rumlaufen. Zack, 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 zack. Hier hoch. Genau, und dann einmal Platz nehmen. Und abdocken. Ich könnte mir eigentlich jetzt gegen Ende. Könnte ich eigentlich hingehen und noch Schiffe kaufen? Ich habe vier Miner, einen Gasminer. Genau, einen Händler habe ich aktuell aktiv. Genau. Erwarte Befehle. Medikamente transportiert er gerade. Also, wenn, dann sollte ich einen Transporter mal kaufen. Schauen wir mal. Der kostet um 3 Mille. Korelianisches Sternenshuttle. Ja, hier ist natürlich die Textur natürlich noch unter aller Sau. Containerlage 12.000. Oh, der ist aber auch cool. Den finde ich auch klasse. Kostet 3,7 Millionen und Antriebsteile fehlen. Das heißt, das dauert auf jeden Fall, bis der fertig ist. Ja, den möchte ich auf jeden Fall auch noch bauen. Den bauen wir auch. Dauert das halt ein bisschen. Kein Problem, 1,5 Millionen Credits. Aktuell laufen keine Missionen. Was habe ich hier? Auch nicht. Okay, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, wir schauen einfach, was wir nächste Folge machen. In der nächsten Folge. Bis dann, meine lieben Freunde, macht's gut und ciao, ciao.